Motivation 2 ist, man muss sich immer an den Dingen erfreuen, die geklappt haben. Kuhverstand Podcast, der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Erhalte Tipps und Impulse auf deinem Weg zu mehr älteren Kühen. Denn sie sind die Grundlage für mehr Gewinn und mehr Lebensqualität. Für dich und dein gesamtes Hofteam. Christian Völkner, der Gründer vom Club der alten Kühe, ist dein Pfadfinder auf deinem Weg zu gesünderen Kühen. Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's! Mein heutiger Interviewgast hat am 2. Juni 2022 seinen Stall bezogen. Dort ist Platz für 30.000 Masthähnchen. Weitere 35.000 Masthähnchen sind auf dem Betrieb von seinem Vater. Die GbR-Gründung mit seinem Vater steht kurz bevor. Und er ist aktiv in der Landjugend, 8 Jahre in der Landjugend Emlichheim, Vorstandsmitglied. Und 4 Jahre davon auch Vorsitzender, zeitgleich 3 Jahre im Bezirksvorstand in der Grafschaft Bentheim und auch im Agrarausschuss in der niedersächsischen Landjugend ist er aktiv. Aktuell jedenfalls. Wir haben Zeitpunkt März 2023 bei der Podcastaufnahme und heute geht es darum, wie wird man zum Unternehmer? In der niedersächsischen Landjugend haben sie rumgeguckt und dann fielen alle Augen auf meinen Interviewgast. Weil er hat Unternehmergene, er hat da einiges gemacht und darüber werden wir heute sprechen mit Johannes Meinderick. Herzlich willkommen im Podcast. Ja, hallo Christian, danke für die Einladung. Es ist zwar jetzt der Kuhverstand-Podcast und nun haben wir jemanden mit Masthähnchen hier, aber das Thema sind ja gar nicht die Tiere heute, sondern eigentlich dieses Unternehmersein und Unternehmer werden. Und ja, jetzt bist du ja losgegangen und hast den Stall auf deine Kappe da gebaut. Wie ist das gekommen? Also wie ging das los? Ja, wie ging das los? Das ist immer eine gute Frage und da muss ich inzwischen auch schon ein bisschen weit zurückgucken. Ich bin jetzt 27 wollte von klein auf an Landwirt werden. Wir hatten einen landwirtschaftlichen Betrieb und dann wächst man da ja rein. Dann stand die Ausbildung an zum Landwirt und dann macht man sich Gedanken, wie kann man den Betrieb weiterentwickeln? Wie stellt man den zukunftsfähig auf? Und da wir, also mein Vater und ich, mit der Hähnchenmast eigentlich wohl einen guten Betriebszweig gefunden hatten für uns, wo die Arbeit uns Spaß macht. Und dann haben wir auch gesagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wir bauen die Hähnchenmast weiter aus, wenn uns das ermöglicht wird. Und dann hatten wir einen kleinen Genehmigungskampf, nenne ich es jetzt mal. Ja, Kampf hört sich auch ein bisschen doof an, aber egal. wir haben sehr lange gebraucht, um die Genehmigung für den neuen Stall zu bekommen, weil wir im Westen von Niedersachsen eine hohe Viehdichte haben. Sind die Regeln immer ein bisschen schärfer. Aber wir haben sie durchbekommen, wir haben ihn gebaut. Ja, und jetzt haben wir einen dritten Stall da stehen. Genau, und jetzt hoffe ich, dass die Marktlage so gut ist, die nächsten Jahre, dass wir ihn auch bezahlen können. Ja, okay. Ich finde, es gibt ja mal so, also wenn ich so schaue, dann gibt es irgendwie Leute, die haben so mehr dieses Unternehmer-Denkweise und dieses Machen drin. Und was wagen und andere, die haben es nicht so sehr. Ne? So, nimmst du das auch so wahr oder wie? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe damals Abitur gemacht, allgemeines Abitur. Und da waren wir von, ich glaube, wir waren 110 Leute im Jahrgang und wir hatten 4 Landwirte. So, und die anderen, ich sage jetzt mal 95%, die hatten auch von unternehmerischem Denken wenig Ahnung. Es sind viele, also dieses Arbeitnehmerdenken, sage ich häufig, also die tauschen ja im Prinzip ihre Zeit gegen Geld. Das ist die Entlohnung. Hm. Als Unternehmer denkt man auch in Zeit, aber man denkt eben auch häufig an Geld. Und wir können halt
Als Unternehmer weiß man am Jahresanfang nie, was man verdient hat oder was man verdienen wird. Man weiß das immer nur rückwirkend. Das ist ein ganz großer Unterschied. Wenn ich als Arbeitnehmer zur Arbeit gehe, weiß ich, was ich am Ende vom Monat auf dem Konto habe. Und zumindest ungefähr. Und als Unternehmer weiß ich nicht, ob das richtig ist, was ich heute gemacht habe. Das weiß ich erst morgen, übermorgen oder am Jahresende. Das ist ein großer Unterschied. Und das muss man, ja, da muss man ein bisschen reingeboren sein, beziehungsweise das ist ein Ding, was man schlecht lernen kann. Ich will nicht sagen, dass es unerlernbar ist, aber das muss ein bisschen, muss einem das liegen. Ja, einmal das liegen, aber ich glaube, man kann es auch ein bisschen kitzeln, ne? Also ich habe manchmal das Gefühl, das ist so ein bisschen wie mit irgendwelchen Genussmitteln vielleicht, wenn man merkt, dass das funktioniert und dass das im Kleinen funktioniert, dann will man mehr. So. Ja, genau. Das ist tatsächlich ein bisschen so. Wenn irgendwas gut funktioniert hat, dann macht man das auf jeden Fall nochmal. Und dann bringt einem das auch Spaß, meistens zumindest. Und dann macht man weiter und versucht immer weiter, das Ding zu optimieren. Und das ist eben ja auch ein großes Ding im Unternehmertum, dass man es immer weiter optimiert, weil man darf nicht still stehen bleiben, wenn man meint, es funktioniert. Ja. Was ist denn für dich eigentlich ein Unternehmer? Also wie würdest du den definieren? Puh, da brauche ich eine Sekunde. ein Unternehmer ist einer, der selbstständig denken und handeln kann, vor allen Dingen selbstständig handeln und muss mit seinem Handeln oder lebt immer mit der Konsequenz von seinem Tun und Handeln. Also er kriegt es immer voll zu spüren, was er getan hat. Wenn es sehr gut gelaufen hat, hat er eben mehr. Und wenn es schlecht gelaufen hat, kann auch sein, dass er am Ende weniger Geld hat als vorher. Und das ist eben dieses selbstständig Handeln hauptsächlich. Das zeichnet ein Unternehmer aus. Ja. Und der Erfolgreiche, sag ich mal, der macht öfter die Sachen, die ihn nach vorne spülen, als die Sachen, die einen zurückwerfen. Und das Fiese an der Sache, finde ich, ist ja, manchmal weiß man das ja gar nicht, wirft mich das jetzt nach vorne oder zurück? Genau, das weiß man immer erst zum Schluss. Und wo das ist eben wieder die Besonderheit in der Landwirtschaft. Man hat ganz viele Unbekannte. Also das Wetter ist eines unserer größten unbekannten Faktoren, wo wir mit leben und arbeiten müssen, wo keiner etwas daran tun kann, wo alle einfach mit leben müssen. Der eine reagiert vielleicht etwas klüger auf das Wetter als der andere, aber im Grunde hat das Ganze auch ein bisschen mit Glück zu tun. Also manchmal empfinde ich das auch so, dass es mitunter auch als Ausrede genutzt wird, dass man sagt, ja, also das war ja so schwierig mit dem Wetter, also da mit der Futterqualität, das ist jetzt alles und Kopf in Sand sozusagen, ne? Also ich finde, das darf halt auch nicht passieren. Nee, es gibt Leute, die reden sich immer raus. Ja. Das ist stimmt. um natürlich zu versuchen, dann selber besser dazustehen. Und es gibt eben Personen, die sich sagen, natürlich, da kann ich jetzt, das habe ich nicht besser gekonnt. Ich habe mein Bestmöglichstes getan und werde jetzt mein Bestmöglichstes tun, um aus der Grundfutterqualität was zu machen. Ja. Und das unterscheidet im Moment ja eigentlich immer schon viele Unternehmer und viele Landwirte. Und das ist auch psychologisch eine ganz wichtige Sache, dass der eine, sag mal, der ist wirklich wochenlang schlecht gelaunt, wenn irgendwas nicht geklappt hat, auch wenn er da nichts für gekonnt hat. Und andere sagen, ja, ich konnte da jetzt nichts für, ist halt doof, aber morgen geht die Sonne wohl wieder auf, so sprichwörtlich. Aber gut, da findet jeder seinen
sein Rezept und was nachher erfolgreicher ist oder nicht erfolgreicher ist, das vermag ich gar nicht zu beurteilen. Die Sache mit der Zeit, ne? Also das ist ja auch so ein Thema, in dem ich mich, wo ich mich jetzt raufstürze so ein bisschen, weil ich merke, das ist einer der großen Faktoren, um voranzukommen. Also es gibt ja die Arbeit im Betrieb und die Arbeit am Betrieb. Ne? Und die Arbeit am Betrieb, das ist ja die nach vorne gerichtete, wo man den Betrieb besser macht. Aber die Arbeit im Betrieb, das ist die elementare Arbeit, damit es überhaupt brummt. Ja? Genau. Wenn man nicht im Betrieb arbeitet, dann fällt der Laden in sich zusammen. Aber diese Arbeit am Betrieb, das ist das, was ich sehe, was oft zu kurz kommt. Ja. Und hinterher kriegt man in die Quittung und muss dann mit der Spritze hinterherlaufen. Also ein Landwirt sagte mal zu mir, lieber mit dem Kopf voraus, als mit der Spritze hinterherlaufen. Ja, das ist so. Man kann besser agieren als reagieren. So ist es immer gesagt. Wie machst du das, dass du deine Zeit effizient nutzt? Ich mache mir die Pläne sehr grob. Also es gibt viele Leute, die machen sich Tagespläne und ich mache mir eher Wochenpläne, wenn nicht sogar 2 Wochenpläne. Mhm. Ich bin da also zeitlich immer sehr flexibel gestrickt. So bin ich auch aufgewachsen. Mein Vater und ich haben keine Mitarbeiter, wo wir Rücksicht drauf nehmen müssen. Und dann sind wir immer sehr spontan. Mhm. Und wissen immer, was wir noch zu tun haben in der nächsten Zeit. Und wenn wir gerade Luft haben, dann packen wir das wieder an. Sag mal, wir sind leidenschaftlich gerne in der Werkstatt am Basteln, Maschinen reparieren, verbessern, Maschinen bauen. Und das sind alles Dinge, die wir als Lückenfüller nutzen. Wir haben einmal die Arbeit, die gemacht werden muss im Stall und auf dem Acker. Mhm. Wenn uns aber da Zeit bleibt, versuchen wir die irgendwie immer sinnvoll im Betrieb zu nutzen. Das ist natürlich, das System, was ich fahre, ist nicht für alle Personen was, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es auf dem Ausbildungsbetrieb auch anders gelernt. Der war sehr strikt getaktet. Mhm. Und meine Freundin sagt auch immer, Johannes, du musst doch irgendwie einen Plan und ein Ziel haben. Habe ich wohl, aber kommt mit der Zeit, wie es so kommt. Die Menschen sind auch sehr unterschiedlich gestrickt in dem Sinne. Genau. Und da muss jeder das finden, was für ihn passt und womit dem er dann auch glücklich ist, ne? Genau. So. Nee, diese flexible Zeit, das ist bei uns auch ein bisschen betrieblich wichtig. Wir haben hier eine große Maschinengemeinschaft und dadurch kaum Eigenmechanisierung für den Ackerbau. Wir haben noch Ackerbau mit Kartoffeln, Weizen und Mais. Und die Maschinen leihen wir uns komplett zu. Wir haben nur die Schlepper selber. Da ist man immer auf andere Landwirte angewiesen, beziehungsweise die Maschine muss verfügbar sein. Und dann kann das manchmal sehr spontan sein, dass man sagt, heute Nachmittag ist noch ein Flug frei. Und dann rufen die an, Johannes, möchtest du heute Nachmittag flügen? Und dann sagen wir, ja, das passt uns heute und dann flügen wir halt noch nachmittags, wo wir beim Frühstück allerdings noch nichts von wussten, dass wir das nachmittags machen. Warum habt ihr euch für diese Form entschieden, dass ihr die Maschinen nicht selber habt? Im Prinzip haben wir uns da gar nicht selbst für entschieden. Natürlich, man entscheidet sich immer selbst zu irgendeiner was man tut. Die Maschinengemeinschaft, die wir hier haben, ist aber eine überbetriebliche, die auch schon über 50 Jahre alt ist. Und das sind gewachsene Strukturen. In unserem Dorf hat kaum einer Maschinen selbst. Es sei denn, ich sag mal, spezielle Sachen wie ein Kartoffelroder, eine Erntemaschine, das schon mal. Aber so teure Gülletechnik oder Flug, Pflanzenschutzspritze wird hier viel in der Gemeinschaft geliehen. Und da haben wir einen unglaublich großen Maschinenpool. Das zeichnet aber auch hier ein bisschen die Region so ein bisschen aus. Und hier sind die Landwirte auch alle etwas flexibler. Also mein Nachbar ist genauso flexibel in der Zeit wie ich auch. Okay, spannend, dass das so regional auch so ein bisschen unterschiedlich ist, ja. Genau. Und daher
dadurch können wir die Maschinen, wir müssen immer nur die Nutzungsdauer bezahlen oder die Hektar bezahlen, die wir da auch mit arbeiten. Und dadurch sind wir enorm kostengünstig unterwegs und arbeiten auch immer mit der neuesten Technik. Die Maschinen werden da so viel genutzt, dass sie alle paar Jahre neu angeschafft werden und umgetauscht werden. Und dadurch arbeiten wir eigentlich immer mit, ich sag mal, der neuesten verfügbaren Technik. Und das sehen wir auch als großen Vorteil. Ja, das Richtung Ausfallsicherheit und so hat das ja auch was. Ja. Aber man muss flexibel sein. Man muss eben auch, und die Milchviehbetriebe leihen auch ihre Mehrwerke zum Beispiel da. Ja, dann muss man sich mit anderen Milchviehbetrieben doch gut abstimmen, weil das schöne Wetter ist für alle gleich. Nun möchte ich aber noch mal mehr zu diesen Unternehmergeist. Ne? Wie kann man das eigentlich fördern, dass man den wecken kann? Also das würde mich nochmal interessieren, ob du da irgendwelche Erkenntnisse hast. Weil ich finde, das ist ja so, nicht nur Unternehmer, sondern eigentlich ist ja jeder unternehmerisch tätig, weil jeder, es steckt ja schon im Wort, jeder unternimmt ja Dinge. Genau. Also jeder will ja sein Leben gestalten und sagt jetzt, ja weil ich mein Leben gestalten will, plane ich jetzt ein Haus oder mache ich noch eine Fortbildung, damit ich beruflich weiterkomme und vielleicht einen besseren Job bekomme und so. Und deswegen ist ja irgendwo jeder, auch wenn er Arbeitnehmer ist, unternehmerisch tätig. So ein bisschen. Ja. Also nicht so im Sinne des Steuergesetzes oder so. Nein, aber nee, es ist, jeder unternimmt selbstständig, ich sage mal, ich tausche jetzt meine Zeit gegen das Geld oder die Unternehmung, wie auch immer. Ja. Genau. So, ja. Ich mach das, weil ich irgendwie weiterkommen will im Leben. So, und wie kann man das mehr wecken, dass man dieses Agieren kommt in dieses, ich gestalte bewusst die Dinge, ich benutze meine Zeit bewusst für A oder B, weil wenn man das nicht bewusst entscheidet, dann entscheiden andere, ne? Für einen. Weil irgendjemand hat immer ein Interesse, dass du deine Zeit in A oder B reinsteckst. Und dass die ganze, wenn man sich ein bisschen mit Marketing beschäftigt, diese ganze Werbesache, die ist ja nur darauf aus, dass die dich beeinflussen, dass du halt A oder B machst. So. Genau. Und wie kommt man da selber hin, dass man selbst entscheidet? So. Ja, das ist ein Ding. Das versteht man, glaube ich, erst, wenn man ein bisschen älter ist und nicht mit 15, 16. Und wenn ich das jetzt rückblickend reflektiere, hat da mein Vater einen großen Anteil dran gehabt oder meine Eltern, weil ich als Beispiel in meiner Jugendzeit, dann kommt man ja mal auf die Idee, um einen Ferienjob zu machen, eigenes Geld zu verdienen und so weiter. Da hat mein Vater immer gesagt, ach Johannes, bleib die Ferien mal zu Hause, ich kann dich wohl beschäftigen. Und dadurch habe ich immer quasi in den Ferien im Betrieb gearbeitet, natürlich in meiner Freizeit neben der Schule auch. Und da ist man eigentlich früh dahin gekommen, dass die eigene Arbeit im Betrieb meistens mehr wert ist, als wenn man zu einem anderen Betrieb arbeiten geht und dafür Geld bekommt. Das ist ein Ding, was mich, glaube ich, sehr gefördert hat in dieser Sache. Ja, dann kam natürlich hinzu, dass man immer Landwirt werden wollte. Ich konnte mir ja nie was anderes vorstellen. aber was auch einen großen Anteil hat, und das sehe ich jetzt hier in der oder im Dorf jetzt ein paar Fälle, dein Freundschaftsumfeld hat auch einen Einfluss darauf. Wenn du in deiner Clique, mit der du viel zusammen bist, mehrere Unternehmer hast oder Unternehmer, ich sage jetzt mal Hofkinder, brauchen gar nicht mal unbedingt Unternehmer werden oder sein, aber Hofkinder, die haben viel eher Verständnis dafür, dass man an einem Freitagabend oder einem Samstagabend mal nicht um 19 Uhr parat steht. Ich kenne einen, der ist nicht bei uns aus dem Dorf, aber ist ein Bekannter von mir. Der hat eben sowas in der Clique nicht oder im Freundeskreis, der ist da als einziger Landwirt. Und der hat es viel, viel schwerer damit, Akzeptanz von den anderen dafür zu bekommen, dass er seinen Feierabend nicht immer planen kann. Ja, und ich finde auch, wenn man zusammen mit anderen Unternehmern unterwegs ist, dann kriegt man ja auch so unternehmerische Impulse oder auch einfach mit Menschen, die sehr aktiv ihr Leben gestalten und proaktiv sind, genau. Dann
dann kriegt man da ganz tolle Impulse. Und das Spannende in unserer Zeit ist, finde ich, dass man dieses Umfeld ja auch bewusst wählen kann. Also ich mache ja jetzt diesen Club der alten Kühe, ja. Also, wo ja zu 98% Unternehmer drin sind. Ne? Ein paar Herdenmanager haben wir hier und da auch, aber die sind ja auch sehr unternehmerisch aktiv, also eigentlich 100% Unternehmer in dem Sinne. Und wenn man mit denen regelmäßig zusammen ist, auch wenn das über Zoom ist, und auch im Austausch über Messenger-Gruppe oder so, das macht was. Man sieht, wie denken die, wie agieren die. Man wird ja automatisch so wie das Umfeld. Das sieht man ja ganz deutlich an der Sprache, gerade im jugendlichen Alter. Man spricht so wie mit den Leuten, mit denen man rumhängt. Ne? Genau. So. Ja. Hey, das ist so. Das ist, dadurch sprechen wir sehr viel Plattdeutsch, wenn man es auf Sprache beziehen will. Ja. Aber nein, das Umfeld hat einen großen Einfluss drauf. Und dann ist eben wichtig, wenn man dieses Unternehmertum jetzt auf andere Bereiche steckt, was nicht mit Landwirtschaft zu tun hat, da gibt es ja auch viele Unternehmen, da ist es, glaube ich, viel schwieriger, die jungen Leute fürs Unternehmertum zu begeistern, als, ich sag mal, in der Landwirtschaft am Hof. Mhm. Weil wir es ja wirklich, dieses Familienleben in der Kindheit findet ja alles an dem Arbeitsplatz von deinen Eltern statt. Ja, das ist gar nicht getrennt, ne? Es hat sich für mich ja nie so angefühlt, dass mein Vater arbeiten geht und nicht da oder nicht da ist oder so. Das habe ich heute Morgen noch drüber nachgedacht, bevor wir diesen Podcast eben aufgenommen haben. Ich denke, ja, im Kindergarten habe ich nie verstanden, was Papa eigentlich arbeitet. Weil der ja immer zu Hause war. Das kam dann relativ schnell, dass das seine Arbeit ist. Aber ja, andere sind halt 9-to-5 irgendwie weg. Mhm. Und haben häufig, selbst wenn sie ein Unternehmen haben, ist das Unternehmen nicht zu Hause ansässig. Das ist irgendwo anders. Ja. Das ist ein großer Unterschied. Das ist so. Wie schaffst du das eigentlich, deine Motivation hochzuhalten? Man ist ja nicht jeden Tag gleich, gleich motiviert. Das ist eine gute Frage. Wie halte ich meine Motivation hoch? Also ganz wichtig ist, dass man die Betriebszweige, die man in der Landwirtschaft so macht, dass man daran Spaß hat. Und wenn man daran Spaß hat, muss man die behalten, die Betriebszweige. Ich kenne hier ganz ich kenne einige Schweinehalter, die kommen ja im Moment aus nicht so ganz rosigen Zeiten, aus finanziellen. Viele resignieren und sagen, ich höre auf, schließen ihren Stall. Aber es gibt noch ganz viele, die sagen, das ist einfach mein Traumjob und es kommen wieder bessere Zeiten, wir machen weiter. Und das ist ganz wichtig. Selbst wenn eine Milchviehhaltung im Moment vielleicht gutes Geld verdient, haben da einfach nicht alle Leute Spaß dran. Und wenn man da keinen Spaß dran hat, funktioniert das nicht. Dann holt man die Leistungen da nicht raus aus dem Stall. Das ist Motivation 1. Motivation 2 ist, man muss sich immer an den Dingen erfreuen, die geklappt haben. Das ist, man hat ja häufiger Erfolgserlebnisse oder auch eben nicht. Wenn es kein Erfolgserlebnis war, muss man das ganz schnell vergessen. Und das, was geklappt hat, muss man sich einfach, ja, das muss man genießen und fertig. Ja. Oder daraus lernen aus den Nicht-Erfolgserlebnissen. Ja, das kommt dann automatisch. Naja, aber es ist auch tatsächlich, manchmal ist es ein Suchen, ne? Manchmal finde ich, ist es ein Suchen. Warum hat das jetzt nicht geklappt? Also was steckt da eigentlich hinter? Wie habe ich falsch gedacht oder so, ne? Genau. Manchmal muss man da schon ein bisschen forschen, damit man da auch draus lernen kann. Ja. Und was auch ganz wichtig ist, es gibt ja immer diese Worst Case in der Landwirtschaft, dass ihr am Samstagabend oder Sonntagmorgen oder Sonntagabend, irgendwann am Wochenende oder Weihnachten und Feiertage, technisch irgendwas kaputt geht, was man reparieren muss. Das steigert die Motivation meistens nicht, motiviert einen aber dahingehend, wenn man merkt, dass irgendwas, sei es eine Futterspirale oder irgendwie was an Technik, langsam in ein Alter kommt, um ausgetauscht zu werden, dass man das dann auch früher macht, damit einem das nicht am Wochenende passiert. Ja.
Da lernt man automatisch irgendwie ein bisschen Motivation rauszuholen. Also ich kannte das, wenn angesagt ist, dass die, dass jetzt viel Schnee kommt oder so, ne? Dann war ich aber ganz fix am Silo abdecken. So, dass er da ein bisschen Reserve hat. Das zeichnet auch Unternehmertum aus, dieses Vorausdenken. Ja. Und gucken, wie wird das Wetter nächste Woche, wie wird das morgen und was muss ich heute noch unbedingt eben bei sonnigem Wetter machen? Und ja, das ist ganz wichtig, dieses Vorausschauen und Denken und Planen. Man kann nicht alles voraussehen, eigentlich gar nichts, aber ja, es gibt ja schon Trends, ne? Also ich habe, und die kann man auch erkennen. Also ich habe zum Beispiel diesen Podcast-Trend gesehen, das wird kommen, ist in den USA schon viel weiter als in Deutschland. Und als ich 2016 das Medium entdeckt habe, habe ich ja auch in der Landwirtschaft gesucht und da war da quasi tote Hose. Ja. Also da war nichts los. Und dann dachte ich, ja, okay, da wird noch ein Trend kommen, das wird sicherlich weitergehen, aber man weiß halt nicht, wann es an Fahrt gewinnt. Ne? So, noch ist es recht unbekannt. Aber da bin ich natürlich freue ich mich natürlich auch, dass du ja im Prinzip hilft mir ja jeder Podcast-Gast, das auch irgendwo bekannter zu machen. Und weiterzumachen. Zum Thema, wenn man jetzt jung ist und man möchte in dieses unternehmerische Denken rein und man möchte Unternehmer sein. Was kannst du empfehlen, dass man da einen guten Weg macht? Was kann man empfehlen? Wir sehen, dass man eine Ausbildung bekommt. Also die landwirtschaftliche Ausbildung steht erstmal für über allem. Und dann kommt, ist ganz wichtig, die Zeit. Also ich habe in der Ausbildung mit 18, also bin nach dem Abitur mit 18, habe ich meine Ausbildung gemacht. Da meint man, man ist ja unsterblich. Inzwischen weiß ich, dass ich jetzt etwas cleverer bin als damals. Und hoffe ich zumindest. Und das wird die nächsten 10 Jahre weitergehen. Dann werde ich wieder denken, was habe ich damals eigentlich gemacht? Ja, diese Ausbildung ist wichtig, Weiterbildung und was auch wichtig ist, sich von anderen nicht unbedingt vom Weg abbringen zu lassen. Wenn sie sagen, oh, als Unternehmer hast du keine Freizeit und du musst 24/7 arbeiten. Das sind ja alles Stimmen, die häufig kommen aus dem Umfeld, die keine Unternehmer sind. Davon darf man sich nicht abhalten lassen, weil als Unternehmer hat man eben auch die Freiheit, morgens um 9, wenn die Arbeit getan ist, auch du, heute fahren wir mal einen Tag weg. Das kannst du ja in keinem anderen Beruf. Naja, genau. Das ist diese Selbstbestimmtheit, ne? Diese irgendwo Selbstbestimmtheit. Auch. Genau. Und dennoch hängt man irgendwo immer wieder an Abhängigkeiten, vielleicht auch mit Abnehmern von den Produkten und mit dem Wetter und so. Und das ist immer dieses, finde ich, dieses. Ja, dieses irgendwann, manchmal ist es ernüchternd, aber wenn man dann wieder die positiven Seiten sieht, dann ist es auch wieder richtig cool, weil man baut ja was auf und man sieht, man sieht ja, es wird was und es entwickelt sich und man macht was Wertvolles und so und das macht ja irgendwo auch eine unwahrscheinliche Befriedigung und finde ich so und man macht es ja auch irgendwie für einen selber, für die eigene Entwicklung. Und so, und das finde ich, das hat was. Also ich bin jedenfalls nicht so Arbeitnehmer geeignet. Ich hatte ja auch meine Phasen, wo ich ein bisschen Arbeitnehmer war und so, wo ich das mal ein bisschen angetestet habe, ja zum Beispiel auch in der Ausbildungszeit und so. Und ich habe immer wieder gemerkt, also ja, dass ich das ist nicht so ganz meins. Aber vielleicht habe ich mich auch nicht genug drauf eingelassen. Ich weiß es nicht. Ja. Was auch ganz wichtig ist, dass man nicht alles an sich heranlässt. Wir haben zum Beispiel das in der Hähnchenmasten- oder Roboterbetriebe kennen das auch. Melkroboter, die haben ja ständige Rufbereitschaft und müssen ständig erreichbar sein. Das habe ich auch. Das ist wirklich eine Krankheit von mir. Wenn mein Handy kein Netz hat, dann wird man ein bisschen kribbeliger. Aber trotzdem darf man sich davon nicht verrückt machen lassen. Ich kenne welche, die eine Rufbereitschaft als Arbeitnehmer haben
Die kannst du an dem Wochenende, wo die Suchtbereitschaft haben, kannst du mit denen nichts machen. Die mögen nicht mal Bier trinken, so gefühlt. Weil die sagen, oh, ich habe Bereitschaft, kann sein, dass ich raus muss. Kann sein, dass ich raus muss. Ja, das kann sein, dass ich auch raus muss. Das stimmt. Aber wenn es dann so ist, dann ist es so. Dann mache ich mich nicht verrückt. Und das ist wichtig. Und was auch wichtig ist, das lerne ich wieder viel von meinen Eltern, die Dankbarkeit für das, was man hat und nicht immer das sehen, was man nicht hat. Ja, das ist sowieso eine Krankheit. Das ist ja immer so schnell, dass man das sieht, was man nicht hat. Und das, was man hat, das sieht man gar nicht, ne? Das ist so normal. Genau, das ist, ja. Das, natürlich habe ich das auch und das werden meine Eltern auch haben, aber die sind, dann denkt man zusammen wieder beim Essen, ach, eigentlich geht es uns auch wohl gut oder wie auch immer. Oder ja. Hat ja gut geklappt und das ist, sowas ist wichtig, dass man über sowas auch spricht. Dein Engagement in der niedersächsischen Landjugend und auch an der Landjugend allgemein, wie ist das zustande gekommen? Da hat man mich einfach mal rangeführt, als ich 16 war. Johannes, komm mal mit. Und ich bin halt, ich sag mal, ziemlich offen. Ich kann mit allen Leuten gut sprechen. Und in der Landjugend findet man immer Anknüpfungspunkte in der ganzen Truppe. Und dann ist man ganz schnell dabei geblieben. So, und wenn man dann etwas engagierter ist, dann wird man gefragt, Johannes, kannst du dir Vorstandsarbeit vorstellen? Und ja, wenn man dann viele, ich sag mal, gute Bekanntschaften in dem Vorstand hat, dann macht man das mal. Und ja, das ist schon ein bisschen eine angeborene Sache, dieses ganze Ehrenamt. Regt das Ehrenamt auch dein Unternehmertum an? Ob das Ehrenamt mein Unternehmertum anregen kann? Also in dem Sinne, wenn man ein Ehrenamt macht, wird man dann mehr zum Unternehmer dadurch? Ja, könnte ich mir vorstellen. Man wird auf jeden Fall, kriegt man andere Sichtweisen. Man schaut über Tellerränder, weil man da auch eben sehr viel mit den Arbeitnehmern, sage ich mal, zu tun hat. Aber auch eben wieder mit anderen Unternehmern. Und man lernt dann mit der Zeit, dass das Ehrenamt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und oder viele gesellschaftliche Aufgaben macht und erledigt, unentgeltlich. Und ich rechne mir dann manchmal so im Kopf wo gerne aus, was es kosten würde, wenn wir das Ehrenamt nicht hätten. Und ich glaube, dann zu behaupten, dann würde es Deutschland mit dieser Wirtschaftskraft nicht geben. Und das sei es Feuerwehr, DRK, sei es Landjugend, Landfrauen oder wie auch immer. Jegliches Ehrenamt ist wichtig, Fußballvereine. Und wenn das dann wieder von Unternehmern unterstützt wird, was ja häufig durch Sponsoring wieder der Fall ist, ja, wächst man da natürlich mit. Ich kann das aber aktuell nicht bemessen. Aber da kommt schon deine unternehmerische Denkweise raus. Ich habe auch mal eine Podcast-Folge gemacht, kann ich auch nochmal verlinken, und zwar über Unternehmerweisheiten. Und eine davon war dieses Denken in Opportunitäten, ne? Also entweder mache ich das eine, aber was ist, wenn ich es nicht mache? Wie sieht es dann auf der anderen Seite aus, ne? Dass man diese verschiedenen Möglichkeiten durchspielt und auch mal andersrum denkt, so wie du das jetzt auch gerade gemacht hast, mit was würde es kosten, wenn wir diese Ehrenämter nicht hätten. So, ja. Ja, nee, diese Opportunitäten, das ist mir im Studium ganz bewusst geworden. Ich habe in Osnabrück Landwirtschaft studiert und dann ging das immer um Opportunitätskosten. Was kostet mich was? Und ja, da denkt man ständig drüber nach, da ist quasi so in Fleisch und Blut übergegangen. Wenn ich das eine jetzt in dieser Zeit erledige, bleibt das andere liegen und so weiter. Ja, aber da muss man auch erstmal hinkommen. Das hat genau. Man, also als ich die Ausbildung angefangen hatte zum Landwirt, hatte ich das noch nicht. Nee. Das kam erst später, ne? Und das ist das Interessante. Wie kommt man da hin? Und dieses sich, also für mich ist ein ganz großer Schlüssel, dass man tatsächlich sich ein Netzwerk aufbaut und mit anderen Unternehmern zusammen agiert, was zusammen macht und mit denen unterwegs ist, ob das jetzt in der Landjugend ist oder im Club der alten Kühe oder ja. Anders organisiert, ganz egal. Hauptsache, man kommt in dieses Netzwerk rein und hat auch diesen Austausch.
finde ich. Genau, also heutzutage spricht man ja wie viel von Networking, genau. Das ist natürlich auf großer Ebene wichtig. Ich sag mal, wenn ihr jetzt in die große Politik schaut, die haben ja ein unglaubliches Netzwerk an Leuten und die großen Unternehmer und Konzerne. Aber dieses Netzwerken ist im Kleinen ja auch enorm wichtig. Wenn ich jetzt auf die Landjugendparty nebenan gehe, natürlich kostet mich das Geld, wenn ich da hingehe, weil das Bier ist da auch nicht umsonst. Aber das tut man dann ja wieder für einen guten Zweck. Aber ab und zu hat man dann wieder Gespräche, die einem enorm weiterbringen, beziehungsweise hat einen Kontakt geknüpft, der einem in der nächsten Woche den Radler da wieder reparieren kann und so weiter. Das sind alles so, das ist auch nicht zu berechnen, was einem das bringt. Manchmal bringt einem das nichts, aber manchmal eben enorm viel. Ja, das müssen Unternehmer ständig tun. Das ist einfach so. Es gibt ja dass einige mit einem positiven Bild von der Zukunft arbeiten, ne? Und sagen, ich habe jetzt eine Unternehmervision oder so, ja, wo ich hin möchte. Wie siehst du das? Hast du da was, so eine Vision, oder sagst du, nee, das ist überhaupt nichts für mich? Manchmal ja und manchmal nein. Ich scheue mich davor, um konkret zu werden. Das ist auch ein bisschen eine Krankheit von mir. Ich lasse mir selber sehr viele Sachen immer offen. Aber natürlich habe ich diese Vision oder das Ziel, den landwirtschaftlichen Betrieb zu entwickeln und zu erhalten, den wir haben, den wir bewirtschaften. Aber um mir jetzt zu sagen, in 10 Jahren habe ich von 65.000 Hähnchen 130.000 Hähnchen gemacht, das mag ich nicht zu sagen, weil unterwegs in der ganzen Zeit des Lebens so viele Dinge ganz spontan passieren, die man jetzt nicht voraussagen kann. Manchmal ergibt sich von jetzt auf gleich eine Pachtmöglichkeit und dann muss man sagen, ja gut, mache ich oder mache ich nicht. Deswegen tue ich mit großen Visionen, tue ich mich immer schwer. Das ist das sehe ich einfach so. Ja, mich zieht das nach vorne. Ich brauche das. So sind die Menschen auch vielleicht unterschiedlich. Ja. Also ich wäre heute nicht da, hätte ich mir nicht Zukunftsbilder gemalt, wo ich heute bin. Ne? Und hätte ich mir das nicht schon vorstellen können, okay, das mit dem Podcast, das wird eine coole Sache und das und da wirst du was draus machen können. Und teilweise war das Bild auch sehr verschwommen. Aber dann wurde es auch wieder klarer. Dann hatte ich auf einmal, okay, ich mache eine Community und das wird die beste Community für Milchkuhhalter. So, ist ja logisch. Ja. So. Nein, also ich will nicht sagen, dass ich solche Zukunftsbilder nicht habe. Ja. Natürlich denkt man sich ab und zu mal still und heimlich, was wäre, wenn ich den und den Betrieb oder wie auch immer, wenn man da nochmal mit zusammenarbeiten würde. Aber ich mache mir da nicht viel draus eigentlich. Da lebe ich wieder viel zu viel im Hier und Jetzt und ich muss sagen mir eigentlich, ja, jeden Tag aufs Neue, oder muss man sich einfach sagen, dass man die Arbeit jetzt gut und vernünftig machen muss und immer versuchen muss, zu den Besten zu gehören. Und dann entwickelt sich der Rest automatisch. Also da sprichst du was an, wo du sagst, hier und jetzt und in Zukunft, ne? Da muss man, finde ich, auch einen guten Weg finden für sich, dass man beides hat. Ne? Nicht nur im Hier und Jetzt, aber auch nicht nur in der Zukunft. Genau. So. Absolut. Ja. Das ist so. Ja, okay. Das ist ganz wichtig, ja. Aber ja, es gibt, wenn dich das nach vorne zieht, diese Vision, dann solltest du sie beibehalten, sage ich mal. Ja, so. Also ich ändere ja auch manchmal welche, ne? Also auch ich will ja dynamisch sein und mich anpassen und ich ändere auch einiges, aber bei einigen bin ich auch sehr, sehr konsistent und sehr klar. Und das ist schon gut. Ja. Und dann die Frage nochmal, wenn jetzt, also was empfiehlst du jemanden, der unternehmerischer werden möchte? Also, so wie ich es rausgehört habe, Netzwerk. Ja. Netzwerk machen, dieses Denken in Opportunitäten. Ja. Was noch? Wenn man
Da spreche ich jetzt ein bisschen dafür, wenn man eigentlich schon ein Unternehmen hat oder in einem Betrieb ein bisschen drin ist, nicht den Tag zu voll planen. Zeit überlassen, um eben, wie du vorhin sagtest, am Betrieb zu arbeiten und nicht nur im Betrieb. Ja. Und das gibt viel Zeit zum Nachdenken. Das ist einfach so. Und das braucht man, um wirklich seine Sachen dazu zu überdenken, Sachen durchzurechnen. Macht das da eigentlich Sinn, was wir da machen? Hat das in Zukunft einen Sinn oder wie auch immer? Ja. Und mit Sinn machen heißt nicht immer nur Pflanzenbau und heißt auch nicht immer nur finanziell. Und man muss auch mal sehen, gut, jetzt tue ich einen Dienst an der Gesellschaft, da verdiene ich zwar nichts mit, es kostet mich letztendlich auch nichts und sowas, das muss man immer weiterführen. Ja, was mir wichtig ist unter den Berufskollegen, das ist jetzt eben speziell für die Landwirte, es ist, die Landwirte sind ja sehr häufig am Klagen und am Schwarzmalen. Sei es, weil finanziell nicht läuft oder weil es die Politik irgendwie einem wieder ein bisschen zermürbend macht, ob es auf niedersächsischer Ebene ist oder auf Bundesebene oder auf EU-Ebene. Die tun ja im Moment gefühlt alles daran, um die Landwirtschaft hier ein bisschen zu reduzieren und die Wertschöpfung aus dem Land zu bringen. Wichtig ist aber, dass man trotzdem nicht resigniert und auch, das ist auch wichtig für unser Image, dass man vor Nicht-Unternehmern nicht immer nur klagt. Also das mache ich selber auch viel. Dann erzählt man natürlich den Arbeitnehmern in der Clique oder diese, die eben kein Unternehmen haben, oh ja, bei uns ist auch nicht immer alles gut und verdienen auch wieder kein Geld, dies und das. Das ist auch nicht authentisch. Man muss auch mal sagen, ja, es war im letzten Jahr gut. Und wir haben ein gutes Wirtschaftsjahr gehabt oder eben nicht. Und das ist unter Berufskollegen auch wichtig, dass man sich das ab und zu mal sagt. Aber das ist auch für die Stimmung innerhalb der Branche wichtig, dass wir uns Unternehmer nicht gegenseitig in die Trauer stürzen und reden. Ja. Ja, genau, so ist das. Und es ist ja auch nicht nur Selbstzweck. Es ist ja auch tatsächlich so, dass Krisen haben ja auch einen Zweck manchmal. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich oder ein bisschen dämlich. Und ich weiß, dass jemand, der in einer Krise ist, das kann man vielleicht auch gar nicht so direkt erzählen. Und manchmal hängt das einem ja auch zu den Ohren raus. Aber es ist einfach Fakt, dass man, wenn man in einer Krise ist, dann kann man hat man oft einen hohen Schmerz, einen hohen Leidensdruck. Und dann kann man auch an größeren Zahnrädern was drehen, an großen Sachen, die man sonst nie angepackt hätte. So, verstehst du, was ich meine? Ja, so? Das ist auf jeden Fall so. Das bringt einem unwahrscheinlich weiter, solche Krisen. Was ich gerade damit aber nicht sagen wollte, wenn die Situation oder wenn es Landwirten schlecht geht oder ein Unternehmer wirklich eine Krise hat, das ist wichtig, dass er da nicht alleine dran zugrunde geht, sondern dass er das immer kommuniziert. Wir haben enorm hohe Burnout-Raten in der ganzen Landwirtschaft, vor allen Dingen aktuell, wo ich glaube, dass man die mit viel mehr Kommunikation oder eben auch Akzeptanz von anderen Berufskollegen hätte vielleicht noch retten können. Weiß ich nicht, aber das ist wichtig, dass man immer alles anspricht. Ja. Aber ich spreche eben auch gerne die guten Seiten an. Ja, genau, da sind wir beim sowohl als auch, ne? Ja. Genau. Okay. Ja. Ja. Okay. Was haben wir denn von deinen Themen noch nicht bearbeitet? Ja, ich würde gerne noch mit dir zu einer kurzen Fragen-Antworten-Runde kommen. Deine Aufgabe ist es, möglichst schnell und kurz zu antworten. Okay. Bist du bereit? Ja. Wie viele Milchkuhbetriebe hast du schon gesehen? 15. Ah, ist für dich ein bisschen herausfordernd, ne, diese Runde, weil die schon ein bisschen auf Milchkuhbetriebe gewöhnt. Ja, ist nicht so schlimm. Ich arbeite auch auf Milchkuhbetrieben manchmal und ich habe auch in der Ausbildung Milchvieh. Und ihr hattet ja auch früher welche, ne? Oder dein Vater oder so. Genau. Genau. Ja. Was freut dich, wenn du dir die derzeitige Milchviehhaltung anschaust? Dass die sich ständig weiterentwickelt und aktuell sogar noch Geld verdient. Gibt es etwas, was dich ärgert oder verwundert?
ja, mich ärgert und wundert, dass uns Regeln auferlegt werden von der Politik, von denen die Politik selbst meistens keine Ahnung hat. Welches Werkzeug oder welcher Service hat für dich persönlich einen hohen Nutzen? Na, das Internet ist, das hat einen unwahrscheinlich hohen Nutzen, ja. Okay. Das ist. So, die letzte Frage ist sicherlich die verrückteste. Stell dir vor, du wachst morgen in einer identischen Welt auf wie die Erde. Du hast all deine Erfahrungen und all dein Wissen, jedoch keine Kontakte. Du stellst fest, dass du Chef eines familiären Milchviehbetriebes in Niedersachsen bist. Der Betrieb ist durchschnittlich und alles läuft so vor sich hin. Du bekommst von mir 5.000 Euro, um den Betrieb nach vorne zu bringen. Was würdest du in der ersten Woche mit diesem Geld tun? Beratung in Anspruch nehmen. Vorortberatung. Und ja, wenn die, also das ist Vorortberatung, meine ich, Unternehmens, ein Beratungsring mit, der einem erstmal betriebliche Abläufe da weiterbringt, und den Rest würde ich in vielleicht Nachbarschaftsfest stecken, um Leute kennenzulernen. Cool. Gut, Johannes. Dann sind wir eigentlich auch am Ende. Als Fazit kann man festhalten, man kann was machen, um sein Unternehmergene zu kitzeln und die auszubauen. Ja. Und ich hoffe, wir konnten so ein bisschen motivieren, dass man da Schritte geht, ob es sei nun Ehrenamt in der Landjugend. Wir werden hier auch nochmal die Landjugend Niedersachsen verlinken. Oder dass man sich vielleicht auch unternehmerische Podcasts anhört und dass man einfach aktiv wird, sich ein Netzwerk aufbaut und sich in Fortbildung, in die eigene Person auch investiert, ne, letztendlich. Ja. Genau, also das kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Denkt an euch selbst, wenn ihr an andere gedacht habt danach, denkt an euch selbst, bleibt am Ball und tut eigentlich das, was euch Spaß macht, und der Rest kommt mehr oder weniger von alleine. Ja, sage ich mal so. Okay, danke dir, Johannes. Denn ja. Tschüss. Bitte, bitte. Und auch tschüss an die Hörer. Ja, tschüss an die Hörer, genau. Mehr Kuhverstand auf www.kuhverstand.de. Und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen.